Videos noch ein kleiner Nachtrag zu meinem letzten Video mit dem Rechnen im dualen Zahlensystem. Und zwar möchte ich jetzt zeigen, dass man auch subtrahieren kann, wenn man das Zweierkomplement addiert. Das heißt, Computer können sich eine Menge sparen, indem sie nicht wirklich subtrahieren, sondern einfach nur das Zweierkomplement addieren. Das will ich jetzt einfach mal an einem Beispiel zeigen. Ich nehme wieder das Beispiel von vorher. Wir haben im letzten Video ja 6 minus 5 gerechnet und sind auf 1 gekommen, was man ja auch im Dezimalsystem hinkriegen würde. Statt jetzt aber minus 0, 1, 0, 1 zu rechnen, können wir auch auf die Idee kommen, das Zweierkomplement zu addieren. Was heißt Zweierkomplement? Wir bilden jetzt mal das Zweierkomplement. Wir nehmen die Zahl 0, 1, 0, 1 raus. Und Zweierkomplement heißt, dass zunächst die Zahl invertiert werden muss. Das heißt, wir kommen auf 1, 0, 1, 0. Also überall da, wo eine 0 war, ist jetzt eine 1. Und überall, wo eine 1 war, ist jetzt eine 0. Und anschließend muss beim Zweierkomplement eine 1 addiert werden. Und das ist da jetzt passiert. Das heißt, wir haben 1, 0, 1, 1. Und wenn wir das getan haben, können wir einfach diese Zahl plus die andere Zahl nehmen. Das heißt, 6 plus das Komplement. Und wenn wir das tun, dann werden wir feststellen, dass wir 1 rausbekommen. Ich mache jetzt auch nochmal langsam. Wir addieren 0 und 1. Das heißt, da kommt eine 1 raus. 1 und 1 ist 0, Übertrag 1. Also eigentlich 2, 1, 0. Und da kommt dann ein Übertrag bei raus. Diesen Übertrag addieren wir wieder mit 1. Das heißt, wir haben wieder eine 2. Dementsprechend 1, 0, also kommt ein Übertrag raus und hier unten eine 0. Und dieses Spiel geht jetzt endlos weiter. Also egal wie viele führende Nullen ich hätte, hätte das Komplement der Zahl ja auch dementsprechend führende Einsen. Das heißt, wir haben immer einen Übertrag 1 und dementsprechend kommt immer unten eine 0 raus. Das heißt, wir können das an dieser Stelle abbrechen. Es kommt einfach führende Nullen und 1 raus. Das heißt, führende Nullen können wir ignorieren. Es kommt 1 raus. Das heißt, wir haben jetzt die Subtraktion 6 minus 5 ganz einfach mit dem Zweierkomplement gerechnet. Das heißt, wir haben eine Addition durchgeführt. Das heißt, Computer brauchen gar nicht Minus zu können, sie brauchen nicht subtrahieren zu können, sie können einfach addieren. Und so ein Komplement zu bilden ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Hexenwerk. Gut, das ist jetzt quasi die Subtraktion mit Hilfe des Zweierkomplements bzw. der Addition des Zweierkomplements. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich will mal sehen, dass ich vielleicht noch ein paar andere Sachen aus dem Fachbereich digitale Schaltungen auf die Art und Weise erkläre.